Hallo, grüß euch. Wir sind da jetzt beim Manolor und ich möchte euch heute bei mir in der Werkstatt zeigen, wie man das Rall wieder frühlingsfit macht. Gebt's mit! Also ich würde jetzt einmal an jeden Endverbraucher, an jeden Radlfahrer empfehlen, Punkt 1, wenn es das einmal so ist, Köhler, Garage etc. etc. Ich werde einmal den Luftdruck in die Reifen überprüfen. Ist meistens so, über den Winter verliert man einiges, man fährt auf der Föhn, also Schritt 1, überprüfen vom Luftdruck in die Reifen. Wenn ich das gemacht habe und ich auf den nächsten Schritt weitergehen will, schnappe ich mir einmal ein Schmierspray, kontrolliere einmal meine ganzen Dichtungen bei der Federgabel, kann ich mir rundherum mit den Locken drüber gehen, einsprühen. Das ist einfach für die Geschmeidigkeit der Dichtungen, dass es ein wenig sauber ist und das nicht reibend in die erste Saison einige. Putzen wir das ein wenig ab. Schau, dass der ganze Dreck von der Vorsaison herunter ist, weil meistens stört man es einfach in Keller, Garage etc. und dann wird das bis im Frühling vergessen. Nächster Schritt dann mit dem Spray, ich gehe einmal auf die Ketten über, sprühe mir so ein bisschen ein. Die meisten warten es richtig ein. Zu viel ist aber auch nicht gesund. Dann nehme ich den Lappen wieder, drehe ein bisschen durch und hole mir das überflüssige Öl wieder runter. Ich brauche das Öl nur zwischen die Kettenglieder, nicht außen. Alles, was außen rum ist, ist ein Dreckansammler. Brauche ich nicht, will nicht haben. Ich möchte ein sauberes Rall, was funktioniert. Nächstens, nach der Ketten, werde ich mir nur die Schaltung ein bisschen einsprühen. Bei uns in der Werkstatt mache ich das so, ich schalte dann ein bisschen durch, damit man das Öl ins Gelenk wandert und hole mir dann alles, was außen drauf ist, den Fetzen mit runter, weil ich brauche es ja auch gerade in die Gelenke und nicht außen als Schmutzsammler. Nächstens schaue ich einmal, wie geht mein Bremsen. Ist es okay mit dem Druck oder kann ich ihn höchstens schon ganz zuziehen? Wenn der Druck okay ist, dann ist meistens auch so, dass die Bremsbackerl voll sind. Problem ist oft, wenn ich im Frühlingsradl nehme, den Höhebezirk, und der wandert man schon fast bis zum Griff, würde ich auf jeden Fall die Werkstatt aufsuchen, weil ich sage jetzt einmal, zu 90% sind die Bremsbackerl gar. Was das Thema Bremsen betrifft zum Frühlingsfit sein, dazu bitte einen Gefallen, nicht unbedingt selber machen, speziell wie da hängt der E-Bike. E-Bike hat mehr Gewicht, man fährt mehr in Berge, man fährt mehr runter. Das ist nichts wichtiger als wie eine funktionierende Bremse. Das ist das A und O auf dem E-Bike und für die Verkehrssicherheit. Man sollte natürlich auch dann und wann einmal den Luftdruck kontrollieren. Die meisten Federelemente, die hochwertigeren, speziell wie sie in E-Bikes verbaut sind, sind mit Luft gefüllt. Das heißt, die Gabel arbeitet mit Luftdruck. Das ist oft, dass die Kunden die Räder holen, dann kommen sie nach einem Jahr mal zum Service. Wir kontrollieren dann immer den Luftdruck in Gabel und im Dämpfer hinten. Und dann ist es natürlich immer so, dass meistens viel, viel zu wenig Luft drinnen ist. Was man aber auf keinen Fall machen sollte, wo ich aber aus Erfahrung spricht, dass es gibt. Ich kenne Leute, die sagen, ich brauche da die eigene Pumpe nicht, die du nämlich dafür nehmen musst. Ich blase das mit Kompressor auf oder irgendwas in der Richtung. Das ist bitte nicht. Weil du wirst durch den großen Druck auf einmal das Innenleben zerstören. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zum E-Bike spezifisch sagen, warum es definitiv Sinn macht, dass einmal im Frühling zum Bike-Check kommt, zum Durchschauen, Frühlingsfit machen. Die E-Bike-Branche, sie arbeitet in einer Tour. Es gibt immer wieder neue Updates, die was sinnvoll sind, dass man sich aufs Bike spülen lässt, sei es Akkumanagement, Leistungsoptimierung vom Motor. Was ich noch zum Akku sagen möchte, im Frühling dann, wenn es dann auswintert, wo er hoffentlich richtig gelagert worden ist, Raumtemperatur, circa zwei Drittel voll. Es kann dann und mal einmal sein, dass ein Akku in Tiefschlaf geht. Das heißt, ich tue rein ins Radl und nichts geht. Druck am Knopf, nichts geht, nichts rührt sich, kein Lichter leicht. Heißt nicht, dass der Akku dann zwangsweise kaputt ist, sondern nehmt ihn wieder vom Rad raus, steckt es einmal ans Netzgerät, wartet kurz, bin mir sicher, dass er dann leicht ins Blinken anfängt mit zwei Drittel Ladung und dann nehmt ihn wieder vom Netzteil, steckt es ins Rad und die Saison kann losgehen. Das waren jetzt ein paar kleine Schritte, um das Radl wieder nach dem Winter frühlingsfit zu machen. In diesem Sinne hoffen wir alle, dass der Schnee bald wieder weggeht, da bei uns im schönen Salzkammergut. Und dass wir die
ganzen wunderbaren kilometerweise Strecken, was wir bald wieder unter Dorfen nehmen können.